Akemi hat die Stadt verlassen, wahrscheinlich weil wir ihm keine Ruhe gelassen haben. At least I offered to pay him. Your only currency is altruism. Wenigstens habe ich ihm Geld geboten. Du hast wenigstens an seinen Altruismus appelliert. Tomara verzieht das Gesicht. Eine intakte Primärquelle ist für die Johanna ein seltenes Fundstück. Akira. Few outsiders can appreciate what such an artifact could mean to our people. Akira, nur wenig Fremde können verstehen, was für eine Bedeutung solch ein Artefakt für unser Volk haben könnte. Posturing about cultural value is worthless. We both want the tablet for the same reason. Es bringt nichts, große Reden über kulturelle Werte zu schwingen. Wir beide wollen die Tafel aus demselben Grund. Moment, gibt es doch einen anderen Grund, warum ihr beide die Tafel unbedingt haben wollt? Die beiden verstummen und blicken in entgegengesetzte Richtung, um den Blickkontakt zwischen ihnen zu vermeiden. There are things better left unsaid. Manche Dinge bleiben besser unausgesprochen. While I'm standing here, you mean. Sag ich hier stehe, meinst Akira, du? I don't deny it. Akira, das leugne ich nicht. Was ist also der Plan? Ich könnte mich genauso gut in den Palast in Schlangenkrone zurückziehen und Akemi etwas Bedenkzeit lassen. Was für ein Haufen. Du wirst die Tafel in die Finger kriegen, ob mit oder ohne Akemi. You island rats can barely write your own names, much less a distinguished epic. Ihr Inselratten könnt ja kaum eure eigenen Namen schreiben, geschweige denn ein bedeutendes Epos. Nita blickt sie schockiert an und nimmt sich einen Moment Zeit, um die Falten aus ihrer Uniform zu streichen und sich wieder zu fassen. Scamper back to the Brass Citadel and spin your own plots. I will happily do the same on my side of the island. Verzieh dich zurück in die Messing-Zitadelle und spiegel deine eigene Komplotte. Ich werde nur zu gerne dasselbe auf meiner Seite der Insel tun. Also ja. Die Todesfeuergesellschaft oder die Huana? Bin ich mal wieder in einen Konflikt reingeraten. Na, sehr schön. Kann ich mit beiden noch reden oder verzieht sich die andere? Tomara, ich möchte mit dir reden. I suppose I can spare a moment. Ich kann ein paar Minuten in Bären, schätze ich. Mit einem verunsicherten Stirnrunzel sieht sie zu der Nähe, sieht sie in die Nähe zu, wie sie geht. Oh ja, sie ist gegangen. Irgendwelche Idee, wie man an den Harappo-Epos herankommen kann? I heard tell of Efren, a thief with a penchant for making house calls. Ich habe von Efren gehört, einem Dieb, der gerne Hausbesuche macht. Word has it that Efren made his way inside of Arkemir's manor and later died. Man sagt, dass Efren in Arkemirs Anwesen eingedrungen und darin gestorben ist. Now his soul is bound to the fortune-telling machine in the dark cupboard. Strange fate. Nun ist seine Seele an die Wahrsagermaschine im dunklen Schrank gebunden. Ein merkwürdiges Schicksal. Erzähl mir von dir. I help finance expeditions around the Isles, which often means keeping an ear to the ground. Ich helfe Expeditionen auf den Inseln zu finanzieren, was häufig bedeutet, dass ich mich viel umhören muss. Not very romantic from behind a desk, but Rawatai's campaign could use the extra coin. Nicht sehr romantisch, wenn man hinter einem Schreibtisch sitzt, aber Rawatai's Kampagne kann das zusätzliche Geld gebrauchen. Ich habe Fragen zum Harappo-Epos. It's a handsome piece of rock, which some call valuable. Es ist ein schönes Stück Stein, das man hier als wertvoll ansehen. I won't dispute that point if the value goes to Rawatai. Ich werde da nicht widersprechen, solange der Wert Rawatai zugute kommt. Was will die königliche Todesfeuergesellschaft mit dem Harappo-Epos? I suppose it's no secret that we're after more than some arbitrary cultural touchstone. Ich weiß, es ist kein Geheimnis, dass wir hinter mehr her sind als nur einem schönen kulturellen Schatz. We're looking for a route to Ukaizo. Ukaizo, eine legendäre Insel, aha. Also wir suchen da einen Weg nach Ukaizo. Stands to reason that ancient lore would be a key to finding the place. Es ist durchaus möglich, dass alte Überlieferungen wie diese den Schlüssel zu solch einem Ort beinhalten. Über welche Verteidigungsanlagen verfügt Akemirs Anwesen? Arkemir is a magical savant and a recluse. That makes for a very dangerous combination. Akemir ist ein magischer Gelehrter und schützt seine Privatsphäre. Das ist eine sehr gefährliche Kombination. He relies on imps and ironclad constructs to maintain the estate. Imps und eiserne Konstrukte kümmern sich für ihn um das Anwesen. When you've lived as long as Arkemir, I suppose trust becomes a problem. Wenn man so lange gelebt hat wie Akemir, fällt es wohl schwer, noch jemandem zu vertrauen. Ja, zurück zu meinen Fragen. Hi, I'm looking forward to the day when the Harappo epic is someone else's concern. Ja, könnte das Harappo-Epos wirklich den Weg nach Ukaizo weisen? When it comes to finding the lost island, we can't afford to neglect any lead. Wenn es um die verlorene Insel geht, müssen wir jeder möglichen Spur nachgehen.
The Ranga Nui seeks to saddle the weather and harness the storm. If there is a place where this can happen, it is Ukaizo. Die Ranga Nui versucht, das Wetter aufzubündeln und den Sturm zu zügeln. Wenn es tatsächlich einen Ort gibt, an dem solche Dinge geschehen können, dann ist das Ukaizo. Tomaro zuckt mit den Achseln und wischt sich den Brustteil ihrer Uniform. Ja, die Ranga Nui, die Herrscher über das Rautanische Imperium. Du und Nethea scheint euch nicht gut zu verstehen. All of her pretenses of cultural pride are means to an end. Ihr vorgeblicher kultureller Stolz ist doch nur ein Mittel zum Zweck. Like the rest of the Hoana, she isn't above exploiting any advantage if she can profit from it. Wie der Rest der Hoana lässt sie keine Gelegenheit aus, um Profit aus einer Situation zu schlagen. Das erscheint mir nicht fair, die Hoana versuchen nur sich durchzuschlagen. Da gebe ich dir recht, die Hoana haben durch den Verkauf der Insel eine ordentliche Stange Geld verdient. Zurück zu meinen anderen Fragen. Nehmen wir doch mal die Eins. As you say. Wie du meinst, dann leb wohl. Ja. Das ist verschlossen. Da kehrt jemand. Das ist ein Händler. Wir müssen ja übrigens noch jemanden hier finden. Oh. Edgar, wo ist an der Basis der Statue zu erkennen? Sie lautet Periki, erster Gildenmeister der Wasserformagilde. Sie scheint bedrückt und nachdenklich aus. Ein nutzloser Dummkopf. What you want? Nutzloser Dummkopf. Was willst du? Mit einer scharfen Zischen weicht er ihm vor dir zurück. Was tust du hier draußen? Arkhamir doesn't let worthless idiot outside after worthless idiot spray dung on stupid tablet. Arkhamir lässt nutzlosen Dummkopf nicht mehr nach draußen, weil nutzloser Dummkopf Mist auf blöde Tafel geritzt hat. But Arkhamir not home. Aber Arkhamir nicht zu Hause. Ein spitzbübisches Lächeln erscheint auf dem knochigen Gesicht des Imps. So worthless idiot watches the ships come in. Looks at all the tasty girls. Nutzloser Dummkopf beobachtet also Schiffe ankommen, sieht all die leckeren Möwen. Der Imp blickt hinunter auf das Meer und die Docks und seufzt. Dein Name ist Nutzloser Dummkopf? Those Arkhamir's big words. Gave name, but worthless idiot, no understand. Ja, das große Worte von Arkhamir hat Namen gegeben, aber Nutzloser Dummkopf versteht nicht. Nutzloser Dummkopf pullt mit einem Finger in seinem Ohr. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat es als Beleidigung gemeint. Hey, that's so? Worthless idiot should ask Stinkfoot or Catbreath what they say. Wirklich? Nutzloser Dummkopf sollte Stinkfuß oder Katzenatem fragen, was sie dazu sagen. Ich kann ihn wirklich auf die Defiant mitnehmen. Du bist bereit, Segel zu setzen und dich von Seemöwen zu ernähren? Dann willkommen an Bord der Defiant. Bei deinen Worten werden die Augen des Imps so groß wie wässrige Untertassen. Ein Flattern seiner Flügel bringt den Imp näher heran, sodass er dir ins Ohr flüstern kann. How often you beat your crew, huh? Wie oft du schlagst deine Mannschaft, hä? Doch der Imp spricht alles andere als leise und seine Frage bringt deine Ohren zum Klirren. Überhaupt nicht, wenigstens bisher noch nicht. Autsch, nur wenn sie laut sind. Befolge einfach meine Befehle, dann gibt es keine Probleme. Nur wenn sie meinen Missfallen erregen. Nur wenn sie laut sind. Worthless idiot knows when to shut worthless mouth. Nutzlose Dummkopf weiß, wann nutzlose Klappe schließen. I join crew. Ich mich Mannschaft anschließen? Ich mich Mannschaft anschließen. Der Imp flattert aufgeregt im Kreis, er deutet auf die ferne Silhouette des Ankerplatzes der Königin. Als ein paar Möwen in der Takelage der Defiant landen, beginnt er ein wenig zu sabbern. Du hast ein Imp in unsere Mannschaft geholt? Das ist ja widerlich. Was willst du? Du bist eine Huana-Händlerin. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Aber ja, wir haben jetzt einen Imp. Der als Navigator arbeiten kann. Du gehst erstmal auf den Matrosenplatz. Wobei ich immer noch nicht weiß,
Wofür der Matrosenplatz überhaupt gut ist. Ja, guck mal, dass du unseren Kanonier wieder fit kriegst, dass wir in Zukunft beide Kanonen abfeuern können. Das wäre viel wert. Weil das hier ist der Steuermannplatz, das ist der Kanonierplatz. Wir haben aber zum Beispiel auch noch keinen Bootsmannplatz. Wir haben allgemein noch nicht viele Plätze, muss ich sagen. Aber wir haben wenigstens schon mal gute Segel oder bessere Segel als Standardsegel. Unsere Reputation leidet aber nicht unter dem Imp, oder? Nee, sieht bis jetzt nicht danach aus. Aber nutzloser Dummkopf isst was. Nutzloser Dummkopf trinkt auch was. Okay. Aber zum Glück verbrauchen wir keine Vorräte, solange wir an Land sind. Oh, hier ist wieder eine streunende Katze. Jules. Und ja, ich muss hier in der Wildnis definitiv wieder auf Bären und so achten. Und jetzt gucken wir mal kurz ins Questlog wegen der Graberstraße. Das war der Huada-Chef. Geschäftsgeheimnisse, begib dich zum Schlund. Ah, Tikeo ist ein Mitglied der Wasserformer-Gilde. Also ist es ja gut, dass wir hier rein müssen. Warum beschweren sich die Leute, dass ich einen Imp in meine Mannschaft geholt habe? Ich meine, wenn mir der eben nichts bringt, dann kann ich ihn auch ins andere Raster setzen. Also ihn einfach mal auf Landurlaub schicken. So, die Wasserformer-Gilde. Takehu, you have shirked your duties for the last time, I say. Takehu, du hast dich zum letzten Mal von unseren Pflichten gedrückt, sage ich. Eine Gildenmeisterin schicken rum, blickt den beträchtlichen, blauäugigen Amor vor ihr starr an. Schüler beobachten das Gespräch in lockerem Kreis und flüstern sich zu. Guildmaster, be reasonable. Gildenmeisterin, sei doch vernünftig. Er wirft seine Haare zurück, die an Seeanemonen erinnern. Die dicken Strähnen legen sich mit einem schwachen Leuchten glatt. I skipped one lecture to travel up the mountain. Still, the palace is closed until you present me before Onikaza. Ich habe einen Lehrvortrag geschwänzt, um den Berg zu besteigen. Der Palast ist immer noch geschlossen, bis du mich ohne Kasa präsentierst. Er verschlägt die Arme und hebt deine Augenbraue. Das Gemurmel der Menge wird lauter. You went alone. I asked for patience, but as usual, you make a trench out of a tide pool. Du bist alleine gegangen. Ich habe um Geduld gebeten, aber wie immer machst du aus einem Tümpel einen Graben. Sie senkt ihre Stimme, als sie sich der Schaulustig bewusst wird. Lass dich von mir nicht aufhalten. Das klingt wichtig oder kontrovers oder beides. Sieht so aus, als ob ein ungehorsamer Fisch durch das Netz geschlüpft ist. Ich sage einfach mal nichts. My patience wears thin, old shark. You have stifled me enough for one trip through Rakuhu's bowels. Meine Geduld lässt nach, alter Haifisch. Du hast mich lang genug unterdrückt. Ich habe mir eine Reise nach Rikus Eingeweide verdient. Trotz ihrer offensichtlichen Altersunterschied hebt Tikeo vor der Gildenmeisterin einen belehrenden Finger. Ihre Nasenlöcher beben, sie holt tief Luft. Alof wirft ihr einen gequälten Blick zu durch seinen Stolz. I say Ngati weeps at her petulant spectacle of a child. Ich sagte, Ngati beweint ihr launisches Schauspiel von einem Kind. Er ist ein Kind von Ngati, Ondra, Göttin des Meeres? Ikera,
The significance is clearer to some than others. Hey Kera, die Bedeutung ist bei ihm klarer als anderen. Er deutet mit der Handrückseite auf die Gildenmeisterin. For a water shaper who treasures his duty to the goddess, you spend too many days cavorting at the brothel. Für einen Wasserformer, der so viel Wert darauf legt, seine Pflichten der Göttin gegenüber zu erfüllen, verbringst du zu viele Tage damit, dich im Bordell herumzutreiben. Die Gildenmeisterin weicht Tekio aus und entfernt sich mit großen Schritten vom Kreis. Man wirft Tekio noch an den ein oder anderen Blick zu, dann zerstreut sich die Menge. Ach, insufferable. Das ist unerträglich. Seufzend streicht Tekio seine Haare zurück. Mit erhobenen Augenbrauen richtet er seine Aufmerksamkeit wieder auf dich. Did you need something? Or is it enough to bask in perfection? Wolltest du etwas oder reicht es dir, dich in Perfektion zu sonnen? Tekio grinst, öffnet seine Hand und fordert dich zum Sprechen auf. Wasserform klingt wie ein kostbares Talent. Through our connection to the gods, the Hoanna mold water like it is clay, easing it into an assumed form. Die Hoanna könnten das Wasser formen, als wäre es Ton. Ton im Sinne von Ton oder Ton im Sinne von Klang. Sie können es in jedem gewünschten Form bringen. Unsere Verbindung zu den Göttern verleiht uns diese Gabe. Grinsen verändert Tekio seine Haltung, die jetzt fließend wirkt, beinahe so, als sei er leicht wie eine Feder.